bringe den Zorn, o Göttin des Peliden Achilles, ihn, der entbrannt den Achäern unnennbaren Jammer erregte. Mit diesen Worten beginnt Homer seine Ilias. Seit 10 Jahren lagert das Heer der Griechen vor den Mauern Trojas und versucht vergeblich, die Stadt zu erobern. Die Leiden der Belagerer sind nicht weniger groß als die der Belagerten. Immer wieder stürmt das griechische Heer gegen die Stadt an. Aber jedes Mal wird es von den tapferen Verteidigern zurückgeschlagen. Besondere Schwierigkeiten bereitet den Angreifern die Versorgung ihres großen Heeres. Alle Dörfer entlang der Küste sind schon ausgeplündert. Daher sind die Griechen gezwungen, ihre Streifzüge bis weit ins Innere des Landes auszudehnen. Diesmal ist die Stadt Lyrnessos ihr Ziel. Anführer der Expedition ist Agamemnon, Sohn des Atreus, König von Mykene und Korinth, oberster Befehlshaber der vereinigten griechischen Streitkräfte. Ihm zur Seite Odysseus, der kluge und listenreiche Herr auf Ithaka. Aber der stärkste unter allen griechischen Heerführern ist Achilles, der Sohn des Peleus und der Göttin Thetis, König von Phthia, der durch den Willen der Götter unverwundbar ist. Neben ihm Patroklos, sein treuer Gefährte. Ihre Freundschaft ist in 100 Schlachten erprobt. Als diese gewaltige Streitmacht zum Angriff antritt, ist das Schicksal der Stadt Lyrnessos besiegelt. Das ist ja pures Gold. Komm mit. Stell es dorthin. So ist es gut. Schneller gehen.
Lasst unseren König nicht warten. Schneller! Geht schon! Halt euch! Halt! Sieh mal, die hübsche Kleine da drüben. Ich bin sicher, sie hat schon gemerkt, dass sie mir gefällt. Ich werde sie als meinen Anteil an der Beute fordern. Ich nehme die, die neben deiner steht, die mit dem rosa Kleid. Das Dumme ist, dass Agamemnon als erster die Wahl hat. Wegen Odysseus mache ich mir keine großen Sorgen. So, warum denn nicht? Sieh ihn ja, er hat nur für das goldene Kohlenbecken Augen. Den interessiert kein Mädchen. Stell es dorthin. Ja, der brave Odysseus. Er bleibt eben seiner Frau treu, wie immer. Oh, ich habe nichts dagegen. Und diesmal schon gar nicht. Dann haben wir eher Aussicht, eins der Mädchen zu bekommen. Ja, das stimmt, Achilles. Agamemnon, du hast das Recht, als Erster deine Wahl zu treffen. Wie ist dein Name? Xenia. Und deiner? Briseis. Lasst euch los! Sieh mal an. Was für eine Schönheit. Wie heißt du? Und du? Mein Name besagt nichts. Ich bin der König der Könige. Und ich bin die hohe Priesterin Apollos, des Gottes der Könige. Du wirst noch in dieser Nacht lernen, dass du nichts weiter bist als eine Kriegsbeute, eine Gefangene, eine Sklavin. Was fällt dir ein, du Frevler? Wer ist diese Kratzbürste? Chryseis von Lonessos. Ihr Vater ist Chryseis, der Priester Apollos. Ich will sie haben. Und der Alte? Er soll von mir aus gehen, wohin er will. Bringt das Mädchen in das Zelt Agamemnons. Vater! Chryseis! Vorwärts, komm, eil dich! Apollo wird euch für diesen Frevel strafen. Odysseus! Dieses Mädchen ist meine Beute. Wie du willst, tapferer Achilles. Odysseus, wenn du einen Boten nach Ithaka schickst, lass Penelope sagen, dass Patroklos ihr herzlich dankt. Denn wir verdanken deiner Treue zu ihr diese beiden reizenden Geschöpfe. Und auch deiner Gier nach Gold natürlich. Diesmal war sie unser Glück. Odysseus, Achilles und Patroklos sind weit. Ich frage euch, worauf warten wir? Gibt es einen günstigeren Augenblick? Die Hauptmacht der Griechen hat das Lager verlassen. Was zögert ihr? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Angriff. Ich sage euch, eine solche Gelegenheit wird sich nie wieder bieten. Wir müssen die griechische Flotte unbedingt vernichten, sonst haben wir keine Möglichkeit, die Stadt auf die Dauer zu halten. Ihr wisst, der gesamte Nachschub der Griechen kommt über das Meer. Wir haben keine andere Wahl. Oder wartet ihr darauf, dass die Götter die Schiffe zerstören? Hektor, seit 10 Jahren haben uns die Götter geschützt. Ja, Sarpedon, seit 10 Jahren. Aber in letzter Zeit sind sie uns nicht mehr gnädig. Achilles genießt jetzt ihre Gunst. Aber Achilles ist weit und das müssen wir ausnützen. Wenn er zurückkommt, ist es zu spät. Schon der Name Achilles genügt, um dich erbleichen zu lassen. Ich leugne es nicht, Paris. Ja. Ja, der Name Achilles jagt mir Furcht ein. Erhabener Priamus, mein geliebter Vater, sprich du für mich. Sag ihm, dass meine Furcht nicht unbegründet ist, denn durch die Hand des Achilles werde ich sterben. Hat es das Orakel nicht geweissagt? Aber Hektor, schweig, Paris. Ich gebe zu, ich fürchte Achilles, er ist unverwundbar. Ich möchte meiner Stadt so lange wie möglich die Kraft meines Armes bewahren. Denn wenn meine Stunde da ist, wird er mich töten, wie er es geschworen hat, und meinen Leichnam den Hunden zum Fraß vorwerfen. Ihr habt es gehört. Nun kennt ihr den Spruch des Orakels. Es ist furchtbar und unabwendbar, aber die Götter haben es beschlossen. Was hast du also für einen Plan, Hektor? Wir werden einen Ausfall machen und den Feind an mehreren Stellen zugleich angreifen. Wir müssen so tun, als ob das Hauptziel des Angriffs das Lager Nestors wäre.
In Wahrheit gilt unser Angriff den Lagern des Agamemnon und des Achilles. Aber die beiden Ajaxe, du weißt, sie haben ihr Lager in unmittelbarer Nähe. Sie würden sofort in den Kampf eingreifen. Das will ich ja. Während ihr den Gegner ablenkt, werde ich mit einer Handvoll ausgewählter Krieger dem Lauf des Skamandros folgen. Wir bahnen uns unseren Weg durch sein unterirdisches Flussbett und erreichen auf diese Weise ungesehen das Meer. Alles andere ist dann nicht weiter schwierig. Das würde unserem verzweifelten Volk neuen Mut machen. Aber was ist, wenn dein Plan misslingt? Er wird nicht misslingen. Die Griechen hatten uns doch einen Waffenstillstand angeboten. Schämt ihr euch nicht? Was seid ihr für Feiglinge? Wollt ihr etwa, dass die Griechen unsere Stadt ewig belagern? Vater, ich bitte dich, ich flehe dich an. Gib uns den Befehl, einen Ausfall zu machen und die feindliche Flotte zu vernichten. Glaube mir, es wird nie wieder eine Gelegenheit kommen, die so günstig ist wie diese. Ich fordere euch auf, über Hektors Vorschlag abzustimmen. Es lebe Hektor! Ja, also geh, mein Sohn. Schützen. Hektor. Andromache, komm, tritt näher. Ich habe alles mit angehört, Hektor. Ich bitte dich inständig, du darfst nicht gehen. Andromache, weine nicht. Warum musst du es sein? Immer wieder du. Lass doch Paris die Flotte der Griechen in Brand stecken. Begreifst du nicht, deine Kühnheit bringt dir früher oder später den Tod. Du darfst das Schicksal nicht herausfordern. Du musst an mich denken und an unseren Sohn. Glaube mir, Andromache, ich denke immer nur an euch beide. Sogar mitten in der Schlacht sind meine Gedanken bei euch. Bei meinem kleinen Sohn und bei der Frau, die ich von ganzem Herzen liebe. Ich kann es allmählich nicht mehr ertragen. Diese immerwährende Angst, dass ich meinen Mann vielleicht nicht mehr lebend wiedersehe. Ich glaube manchmal, das Schicksal Trojas ist dir wichtiger. Nein, Andromache, nein, das darfst du nicht sagen. Denke nicht, dass es mir Freude macht, all diese Krieger zu töten. Aber ich habe keine andere Wahl. Denn wenn ich es nicht tun würde, töten sie dich und mich und alle anderen. Es scheint nun mal mein Schicksal zu sein, zu kämpfen und zu töten. Glaube mir, ich brauche jetzt mehr denn je einen Menschen, der mir Mut macht. So wenig wie ich Troja im Stich lassen darf, darfst du mich im Stich lassen. Der Angriff scheint dem Lager des Odysseus zu gelten, aber auch die anderen Punkte sind stark bedroht. Ajax mit seinen Kriegern soll den Angriff aufhalten, die anderen Führer sollen bis auf Weiteres abwarten. Aber dadurch wird deine Stellung geschwächt. Ich muss die Lager der abwesenden Könige schützen, die ausgezogen sind, für das Heer Lebensmittel zu beschaffen. Nestor, sieh dir das mal an. Es scheint, als ob sich die Richtung des Angriffes verschoben hätte. Ich habe den Eindruck, der Feind greift nicht mit voller Kraft an. Vielleicht sucht er jetzt nach einer schwachen Stelle. Ich glaube, es ist ein Ablenkungsmanöver. Sein wahres Angriffsziel scheint ganz woanders zu liegen.
Fürchte dich nicht, Achilles! Komm her, ich erwarte dich! Hector ist verwundet!
Ihr beiden bleibt zurück. Versteckt euch hier. Kommt und helft mir! Bringt unsere Pferde! Du bist ein tapferer Mann gewesen. Er weist ihm alle Ehren, die er verdient. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Ich danke euch für euren mutigen Einsatz. Ehrwürdiger Freund, ich weiß, was du sagen willst, aber sei nicht so bescheiden. Es war hervorragend, wie du den Angriff abgeschlagen hast. Ich selber hätte es nicht besser machen können. Zeus hat uns beigestanden. Er hat uns Achilles zu Hilfe geschickt, im richtigen Augenblick. Dafür werden wir morgen zu Ehren von Zeus feierliche Spiele abhalten. Es lebe! Alle sollen sich daran beteiligen. Was meint ihr dazu? Ich habe den Eindruck, dass die beiden im Augenblick etwas anderes im Kopf haben als ein Fest zu Ehren des Zeus. Du darfst nicht vergessen, Agamemnon, sie haben sich in Lynessos mit Aphrodite verabredet. Gut, ihr zwei, geht nur. Ich kann es auch mit Odysseus besprechen. Wer so tapfer zu kämpfen versteht wie ihr, hat eine Ruhepause verdient. Geht in euer Lager, Freunde. Hört zu, Agamemnon. Ich würde dir vorschlagen, das Fest mit Wettkämpfen zu beginnen. Was duften denn? Oder ist es dein Geist? Ich habe geglaubt, du wärst schon tot. Und der schweigsame Fährmann brächte dich in seiner Barke schon in das Reich der Schatten. Bist du vernünftig geworden? Komm her und sei nicht dumm.
Koste den Wein der Griechen. Er ist köstlich süß und schwer. Alle traurigen Gedanken schwinden, wenn du ihn trinkst. Alles, was gewesen ist, unsere ganze Vergangenheit, versinkt. Versinkt für immer, Briseis. Komm her und versuch zu trinken und zu vergessen. Vergessen soll ich? Was soll ich vergessen? Dass ich frei geboren bin und als Sklavin sterben muss? Sterben, sagst du? Wenn du vom Sterben sprichst, kannst du doch nicht der Schatten der Briseis sein. Lass die Scherze, Xenia. Was kann man gegen das Schicksal machen? Vielleicht kommen wir eines Tages als Königin nach Lyrnessos zurück. Stell dir vor, ein paar zahnlose Greise hätten uns als Kriegsbeute gewählt. Aber wir werden die Gemahlinnen von Königen. Die Sklavinnen. Gemahlinnen. Ich muss sagen, Patroklos gefällt mir. Hoffentlich beneidest du mich nicht um ihn, weil dein Achilles nicht so hübsch ist. Sei ruhig. Ich werde diese Schmach niemals ertragen. Achilles ist mir zutiefst verhasst. Eher bringe ich mich um, als dass ich ihm gehöre. Du kennst Achilles doch überhaupt noch nicht. Warum wartest du nicht ab? So, ihr Mädchen. Hier sind die Salben und das duftende Öl. Das Wasser für euer Bad ist heiß. Ich habe Rosenblätter hineingestreut. Das wird nicht viel nützen. Der Blutgeruch, der von deinem grausamen Herrn ausgeht, wird stärker sein. Hast du dich immer noch nicht mit deinem Schicksal abgefunden? Rosenöl. Götter waren mit dir, Achilles. Achilles ist zur rechten Zeit gekommen. Was wäre ich ohne meine Myrmidon? Und morgen, meine Freunde, werden wir alle miteinander den Sieg feiern. Willkommen. Alles ist bereit zu eurem Empfang. Ein heißes Bad wird euch bestimmt wohltun. Und siehe da, auf leisen Sohlen nähert sich Eros. Eros, Gott der Liebe, mach ihn zu meinem Gefangenen und leg ihm unzerreißbare Fesseln an. Mögen die Götter dir ein langes Leben schenken, Patroklos. Was ist, warum läufst du weg? Man nennt dich doch den Schnellfüßigen. Hol sie doch ein. Dazu haben wir später noch Zeit. Jetzt werden wir zuerst ein Bad nehmen. Hier, trinkt auf euren Sieg und auf den Gott der Liebe. Patroklos. Ich hoffe, du wirst heute Nacht genauso mutig sein wie in der Schlacht. Achilles, du glaubst doch nicht, dass ich Angst vor Aphrodite habe. Briseis, komm und bring mir Wein. Ich habe Durst nach dem langen, heißen Tag. Kannst du singen, Briseis? Briseis, warum bringst du mir den Wein nicht? Fried vor mir und ein kleines Mädchen aus Lyrnessos hebt die Hand gegen mich. Was soll ich jetzt mit dir machen? Dich zähmen wie eine widerspenstige Stute oder dich meinen Kriegern überlassen? Ich wäre vielleicht bereit, einem Mann anzugehören, der im Kampf wie alle anderen sein Leben in die Waagschale werfen muss. Aber was bist du?
Du hältst mich für unsterblich. So sagt man von dir. Und dieser Dolch hat es mir gerade bewiesen. Ich kann nur Abscheu und Ekel vor einem Ungeheuer wie dir empfinden. Du irrst dich, Brises. Es ist nicht wahr, dass ich unverwundbar bin. Ich werde bald sterben. Es ist vom Schicksal so bestimmt. Eine Laune der Götter hat meinen Leib unverwundbar gemacht, bis auf eine Stelle. Irgendwo ist eine Stelle, durch die mich der Tod erreichen kann. Und er wird mich irgendwann erreichen, wenn die Götter den Zeitpunkt für gekommen halten. Sogar du könntest mich töten. Deine zarte kleine Hand würde genügen. Ein Kind könnte es fertigbringen. Es muss nur die richtige Stelle treffen. Ich weiß nicht, wo ich verwundbar bin. Ich weiß nur, ich werde nicht lebend von Troja in die Heimat zurückkehren. Willst du wissen, wie der Spruch lautet, den das Orakel gefällt hat? Troja wird nicht erobert werden, ehe nicht Hektor gefallen ist. Und Hektor wird nur durch die Hand des Achilles sterben. Aber nach Hektors Tod wird auch das Leben des Achilles ausgelöscht. Unmittelbar danach. Das sagt das Orakel. Ich sehe es. Alle anderen Krieger können die Hoffnung haben, dass sie diesen Krieg überleben und ihre Heimat irgendwann wiedersehen. Aber ich nicht. Und deshalb trinke ich Wein und sehne mich nach deiner Schönheit. Ich möchte das Gefühl haben, ein Mensch zu sein wie alle anderen. Aber du brauchst dich nicht zu fürchten, Briseis. Ich werde dich zu nichts zwingen. Ich will nichts haben von dir, was du mir nicht freiwillig gibst. Glaub mir, ich bin nicht das Ungeheuer, für das du mich hältst. Nacht sinkt herab und Morpheus, der Gott des Schlafes, deckt seinen dunklen Mantel über das griechische Lager. Es schlafen Diomedes und seine tapferen Krieger. Es schlafen die beiden Ajaxe und der weise Nestor. Es schläft Odysseus, der Listenreiche. Vielleicht ist er im Traum bei seiner Frau Penelope und seinem Sohn Telemach. Und in den Armen von Xenia und Briseis suchen Achilles und Patroklos vergessen nach den schweren Kämpfen des Tages. Nur im Zelt des Agamemnon ist man noch wach. Welches duftende Öl möchtest du? Das mag ich nicht. Gib mir davon. Es wirkt so belebend und erfrischend. Es ist kühl auf der Haut und macht nach dem Bade die Muskeln wieder geschmeidig. Findest du nicht auch? Antworte doch, Cressida. Du warst doch auch mal jung und hast dieses duftende Öl benutzt. Den Umhang. Das war ich auch. Und damals haben mir viele Männer ihr Herz zu Füßen gelegt. Ich hoffe, du wirst heute Nacht ein ebenso guter Liebhaber sein. Schweig, Cressida, und bring mir einen Becher Wein. Chryseis, trink auch einen Schluck, oder ist das der Priesterin Apollos verboten? Warum dienst du nicht dem Dionysos? Er würde dein Blut in Wallung bringen und deine Traurigkeit vertreiben. Hab keine Angst, mein Kind. Ich werde dafür sorgen, dass er bald ruhiger wird. Sprenge das Lager mit duftendem Öl. Danach wird er schlafen wie ein Toter. Priesterin Apollos soll sich wie im Olymp fühlen. Er prahlt nur. Dabei ist er im Grunde genommen müde wie ein Hund. Hier, trink, du brauchst dich nicht zu fürchten. Nimm ruhig. Du dich von denen abwendest, die nicht würdig sind, dir zu dienen. Aber ich bitte dich, erlaube mir, als Vater dich anzuflehen,
Als Vater, der um das Schicksal seiner einzigen Tochter bangt, die dir auch dient, oh Gott, die dir ihr ganzes Leben geweiht hat und voller Demut und Verehrung als Priesterin in deinem Tempel lebt. Apollo, strahlender Gott des Lichtes, Chryseis ist in der Gewalt des Feindes, der keine Gnade kennt. Ihre reine Jugend, ihre zauberhafte Schönheit, ihre jungfräuliche Unschuld, die dir allein gehören, oh Gott, dürfen nicht die Beute der Menschen werden, die deinen Tempel geschändet haben. Apollo, ich bitte dich, schütze meine Tochter. Hörst du mich, Chryseis? Geh in das griechische Lager und lege Agamemnon kostbare Geschenke zu Füßen. Erbitte die Freilassung deiner Tochter. Sollte man sie dir verweigern, wird mein Zorn die Griechen treffen. Was besitze ich, alter Mann, noch, dass ich dem König anbieten kann, um meine Tochter loszukaufen? Hilft mir fast an. Oh, was hast du denn? Hat der Kampf dich so angestrengt? Komm, wir legen dich schlafen. Was sagst du? Ich? Bei den Göttern, das ist nicht wahr. Frag nicht, schlaf jetzt lieber. Was hast du denn? Um diese Stunde entzündet meine Frau zu Hause das Feuer. Tja, wenn sie noch lebt. Aber wenn du eine Tochter hast, dann kann sie das Feuer entzünden. Ah, die ist noch viel zu jung. Irre dich nicht. Es ist jetzt 10 Jahre her, dass wir aufgebrochen sind. Sie muss mindestens 14 sein. Das dauert nicht mehr lange, da bist du Großvater. Wie bist du hergekommen, ohne dass wir deinen Wagen gehört haben? Bist du ein Mensch oder ein Geist? Ich bin ein Mensch und empfinde Schmerz und Freude wie ihr. Was soll das wirre Gerede? Sprachst du nicht gerade von deiner Tochter? Siehst du, ich habe auch eine. Ihretwegen bin ich hier, um sie von eurem König loszukaufen. Ich bin Chryseis aus Lyrnessos, der Priester des Apollo. Ich komme, um mit Agamemnon zu sprechen. Sehr bescheiden bist du gerade nicht. Sollen wir ihn durchlassen? Der Augenblick ist nicht sehr günstig. Der König bereitet sich gerade auf die Spiele vor. Welche Spiele? Wir haben einen Sieg über die Trojaner errungen. Und das wollen wir heute feiern. Wenn der Alte wegen seiner Tochter zu Agamemnon will, dann wäre es wohl besser, wenn er sich beeilt. Tu, was ich dir gesagt habe. Die Götter müssen dich sehr lieben. Du siehst wieder strahlend aus. Wie ein Bewohner des Olymp. Odysseus. Ich bekomme jedes Mal ein graues Haar, wenn du mich lobst. Ich habe es lieber, wenn du giftig bist. Aber ich gebe zu, diesmal hast du recht. Durch einen Sieg bekommen Geist und Körper neue Kraft. Auch durch einen Sieg über Aphrodite? Ist alles bereit für die Spiele? Ja, und jeder König hat für die Wettkämpfe bereits einen Preis gestiftet. Nur deiner fehlt noch. Wer bist du? Ich bin Chryseis, der Priester des Apollo. Erkennst du mich nicht, König? Wie bist du hierher gekommen? Apollo hat es gewollt. Was willst du? Gib mir meine Tochter zurück. Ich bringe dir ein Lösegeld. Diesen Wagen voller Gold. Behalte ihn. Aber du hast ihn dir ja noch gar nicht angesehen. Wo ist Kalchas? Ruf sofort Kalchas! Kalchas! Der König will Kalchas sprechen. Kalchas kann dir sagen, wie ich mit den Göttern stehe. Er weiß, denn durch seinen Mund sprechen sie. Welchem Befehl ich gehorchte, als ich mit der Streitmacht der Griechen über das Meer nach Troja zog. Du fragst mich nach deiner Tochter. Ich habe die meine den Göttern in Aulis geopfert, damit sie der Flotte der Griechen günstige Winde senden. Geopfert habe ich sie, hast du verstanden? Wie ein unschuldiges Lamm wurde sie hingeschlachtet. Könige sind die Väter derer, die sie beherrschen. Du hast deine Tochter geopfert, Herr, um durch diese Gabe die Götter günstig für dein Volk zu stimmen. Aber ich habe nur mein Kind.
Kalchas. Erzähle ihm, wie Iphigenie vor dem Altar und dem Messer gezittert hat. Vielleicht bist du imstande, ihm klarzumachen, wie viel grausamer die Kälte eines Opfersteins ist, als das Schicksal, das seine Tochter erwartet. Du lästerst, Agamemnon. Ach was, das ist mir gleich. Ich habe keine Angst. Ich lache über ihn und seinen Gott. Agamemnon, nimm dich in Acht. Apollo lässt diesen Frevel nicht ungestraft, das sage ich dir. Die Strafe, die über dich kommt, wird schrecklich sein. Du hast für deine unverschämte Drohung eine Strafe verdient. Ladet den Wagen ab und bringt den Goldschatz in mein Zelt. Und du mach, dass du wegkommst. Du hast es nicht meinem Glauben, sondern meinem Aberglauben zu verdanken, was ich nicht befehle, dir den Kopf abschlagen zu lassen. Geh jetzt und lass dich nicht wieder hier sehen, sonst schützen dich weder die Götter noch dein Priestergewand. Verfluche ihn nicht, ich bitte dich. Er hat viel Schweres erlebt und das macht ihn unbarmherzig. Aber nicht alle hier denken so wie er. Jeder Mensch, der der Ungerechtigkeit zur Herrschaft über das Recht verhilft und der gegen das Böse in der Welt nicht mit allen Kräften ankämpft, darf sich nicht wundern, wenn er mit in den Abgrund stürzt. Kalchas, bete zu den Göttern, sie mögen deinen Herrn erleuchten. Odysseus, hier ist das Gewand. Gut, sag es an. Dieses Gewand hier stiftet als Siegespreis der edle Odysseus, König von Ithaka. Ein wunderschönes Gewand, Patroklos. Du musst es gewinnen. Die Aussicht ist gering, Xenia. Es gibt so viele Anwärter, die sind schneller als ich und kräftiger. Nimm diesen Speer. Warum? Weil mir die Farbe gefällt. Es ist die Farbe der Dämmerung, weißt du? Die Stunde, da Frieden und Ruhe über die Welt sinken. Die Stunde unseres Glücks. Gib her die Farbe der Dämmerung. Die Farbe der Dämmerung für Patroklos. Möchtest du das Gewand haben? Nein. Ich möchte, dass er es für Xenia gewinnt. Siehst du nicht, wie ihre Augen strahlen? Gut, sie bekommt es. Danke. Wenn Achilles sich beteiligt, dürfte der Gewinner feststehen. Er ist der gewaltigste Kämpfer von uns allen. Der blaue Speer für Achilles. Es sieht aus, als wäre das die Farbe des Siegers. Machst du nicht mit, Nestor? Nein, ich kann doch nicht mehr mit der Jugend mithalten. Ich gönne dir den Sieg von Herzen. Viel Glück, Achilles. Ich wette, Achilles gewinnt. Alles ist bereit, Agamemnon. Vergesst vor allen Dingen eines nicht. Dies ist ein Kampf der Geschicklichkeit und nicht der Kraft. Ihr dürft den Speer nicht eher schleudern, bevor der Streitwagen das Ziel erreicht hat. Alles klar? Los, die Speere in den Boden. Oh, verzeih. Du hast vergessen, ich bin Linkshänder. Nein, warte. Lass. Fertig! Los! Patroklos hat gewonnen. Er hat den Speer mitten ins Ziel geworfen. Das Gewand gehört dir, Xenia. Bravo, gut gemacht. Gott mit dem silbernen Bogen, mein erhabener Gebieter, höre das Flehen deines Dieners. Habe ich nicht immer deinen Tempel mit Blumen geschmückt und dir das Blut junger Lämmer und Kälber als Opfer gebracht? Sieh meinen Schmerz, Apollo, und strafe die Griechen für meinen Tränen mit deinem unfehlbaren Pfeil.
Wenn das Gewand dir gefällt, brauchst du nur einen Ton zu sagen. Ich war Kampfrichter und habe den Betrug gesehen. Ich freue mich über das Glück Xenias und Achilles, über das des Patroklus. Oh, das ist aber großzügig von euch. In diesem Falle habe ich selbstverständlich nichts gesehen. Und nun wollen wir dem Wagenrennen zusehen. Wirst du dich nicht beteiligen? Gewiss, aber nur in Gedanken. Das ist weniger gefährlich. Also macht euch bereit, tretet an die Startlinie. Achilles, tritt lieber zurück bis zu den Pferden. Ist das so weit genug? Ja, das genügt. Von den Höhen des Olymps enteilet Phöbos Apollo. Auf der Schulter den Bogen und rings verschlossener Köcher. Laut erschollen die Pfeile zugleich an des zürnenden Schulter, als er einher sich bewegt. Er wandelte düster wie Nachtgrauen. Setzte sich drauf von den Schiffen entfernt und schnellte den Pfeil ab. Und ein schrecklicher Klang entscholl dem silbernen Bogen. Rastlos brannten die Totenfeuer in Menge. Schon 9 Tage durchflogen das Heer die Geschosse des Gottes. Drauf am 10. berief des Volksversammlung Achilles. Trat hervor und begann. Agamemnon, das Beste ist, wenn alle, die noch leben, in die Heimat zurückkehren. Krieg und Pest halten reiche Ernte unter den Kriegern. Die Ursache des Krieges kennst du sowie dein Bruder besser als wir alle. Aber die Ursache der Pest kennt niemand unter uns. Ich glaube daher, dass es an der Zeit ist, Wahrsager, Priester oder Traumdeuter zu befragen, damit sie uns sagen, ob Apollo zornig auf uns ist, weil wir ihn vernachlässigt oder beleidigt haben. Und welche Opfer er von uns verlangt, wenn er seinen Fluch von unserem Heer nehmen soll. Kalchas, was meinst du? Ich spreche nur, wenn du mir versprichst, dass du mich vor allen Angriffen schützen wirst. Die Mächtigen dieser Welt hören es nicht gern, dass man ihnen die Wahrheit sagt. Sie lieben nur Schmeicheleien und wollen den Willen der Götter nur erfahren, wenn er sich mit ihren Wünschen und Plänen deckt. Hör auf mit diesem Geschwätz. Komm zur Sache. Ich will Tatsachen hören. Ich habe gesagt, du sollst sprechen. Du stehst unter meinem Schutz. Und ich werde dich schützen. Gegen alle Mächtigen dieser Erde. Sprich. Apollo wurde aufs Schwerste gekränkt. Der Sohn des Atreus hat Krüses, dem Priester des Gottes, die Herausgabe seiner Tochter verweigert. Apollo hat dem verzweifelten Vater seine Hilfe zugesagt. Nun ruht sein Fluch auf uns. Es gibt keinen Ausweg, als andere Götter des Olymp zu bitten, dass sie den beleidigten Gott besänftigen und uns raten, wie wir unsere Schuld bezahlen können. Was verlangst du also? Nicht ich verlange etwas, sondern Apollo verlangt, dass du seine Priesterin freilässt. Und ich gebe dir den Rat, seinem Willen zu gehorchen und ihm zugleich ein großes Opfer darzubringen. Dein Vorschlag ist ungeheuerlich. Hast du keinen anderen Rat für mich als diesen, der mein Herz mit Trauer und schmerzlicher Verbitterung erfüllt?
Der Mann Agamemnon sagt dir, Chryseis ist mir sehr teuer. Und es gibt keinen Preis für sie. Daher musst du verstehen, etwas, für das es keinen Preis gibt, kann man auch nicht loskaufen. Aber der König muss weiterdenken als der Mann. Der König sucht nach einer Rettung. Er will den Untergang seines Volkes nicht. Der König Agamemnon nimmt dem Manne Agamemnon Chryseis weg und übergibt sie dem Gott. Aber mein Volk und die anderen griechischen Heerführer müssen mich dafür entschädigen. Ich verlange, dass sie mein Opfer bezahlen. Agamemnon! Du bist für deine Großmut ebenso berühmt wie für deine Habgier. Was du eben gesagt hast, hat es wieder einmal bewiesen. Du willst zwar ein Opfer bringen, aber zugleich erpresst du uns. Aber vielleicht gibt es unter der Beute noch etwas, was bis jetzt noch nicht verteilt ist. Oder willst du dich etwa bei anderen für das Opfer schadlos halten? Aber um dich zu beruhigen, versprechen wir dir, dass du den hundertfachen Wert von Chryseis bekommen wirst, sobald uns die Eroberung Trojas gelungen ist. Endlich verstehe ich. Jetzt weiß ich, auf wessen Veranlassung aus dem Munde des Kalchers die lügenhaften Drohungen gekommen sind. Jedoch das gehört zu dem, was ein König ertragen muss, weil das Volk nun mal in seinem Innersten an den Wert der Opfer glaubt. Also gut, mein Entschluss steht fest. Ich opfere meinem Volk Chryseis, aber ich fordere von Achilles, dass er mir dafür seine Sklavin gibt. Chryseis von Lernessos, das ist mein Befehl. Jetzt hör mich an. Ich bin nicht aus Hass gegen die Trojaner hier, sondern weil ich deinem Bruder und dir in diesem Krieg helfen wollte. Derjenige, der die Hauptlast des Kampfes trägt, bin ich. Aber bekomme ich dafür von der Beute so viel wie du? Im Gegenteil, du nimmst das meiste. Ich habe keine Lust mehr, mir deine Ungerechtigkeiten gefallen zu lassen. Ich nehme meine Krieger und kehre zurück in mein Land. Geh doch. Ich brauche dich nicht. Andere Könige, die genauso kühn sind wie du, bleiben bei mir und werden sich ebenso tapfer schlagen, auch wenn sie nicht der Bastard einer Göttin sind. Achilles! Loslassen! Achilles! Halt, warte! Du bist im Recht, Achilles. Niemand kann es bestreiten. Der Tag wird kommen, an dem man dir Genugtuung gibt. Ihr werdet noch an mich denken, wenn die Blüte der griechischen Jugend unter dem Schwert Hektors hinsinken wird. Ich spüre, dass die Stunde nicht mehr fern ist. Dann wirst du vor Angst zittern, König mit der Krämerseele. Wenn Achilles das Mädchen liebt, hüte dich vor ihm, Agamemnon. Glaubst du vielleicht, ich hatte... Dono del Dio. Va. Es ist schlimm, wenn man das, was nur recht und billig ist, im Geheimen tun muss. Nicht schlimmer, finde ich, als das schlechte Gewissen eines Königs, Odysseus. Den wir dafür bezahlt haben, ist hoch, wahrscheinlich zu hoch. Glaube mir, Kalchas, das wird sich bald zeigen. Denn jetzt herrscht Zwietracht in unserem Lager. Halt! Wer seid ihr? Wir kommen im Auftrage von Agamemnon. Und was wollt ihr hier? Wir bringen einen Befehl unseres Königs für Achilles. Öffne das Tor. Also, was wollt ihr von Achilles? Mein Herr lässt sich von eurem König nichts befehlen. Macht, dass er wegkommt. Patroklos, wir müssen deinen Herrn sprechen.
Überall auf der Welt ist der Herold nur Vermittler von Botschaften, aber er selbst hat keine eigene Meinung. Ihr habt von Befehlen gesprochen, nicht von Botschaften. Verlasst sofort das Lager. Aber Patroklus! Bogenschützen! Diese zwei haben es gewagt, im Namen Agamemnons euren Herrn zu beleidigen. Jetzt können eure Schatten, Agamemnon, die Antwort der Myrmidonen überbringen. Halt! Was soll das? Nicht schießen! Mein heißblütiger, unbeherrschter Freund. Deine Treue ist Balsam für meinen verwundeten Stolz. Aber es ist unbedingt nötig, Agamemnon zu antworten. Die Herolde sind heilig. Und ich will die Götter nicht beleidigen, indem ich mich durch ihren Tod an einem Mann räche, wenn man den überhaupt einen Mann nennen kann, der seine Macht dazu missbraucht, anderen ihrer Ehre zu kränken. Achilles, erhabener König, das, was wir dir zu sagen haben, sind nur die Worte unseres Herrn. Als Herolde werdet ihr behandelt, wie das Gesetz es verlangt. Trotzdem begreife ich nicht, wie ihr als Männer von Ehre einem hinterhältigen König wie Agamemnon dienen könnt. Sprecht jetzt, bevor meine Myrmidonen ihre Bogen spannen und euch mit ihren Pfeilen durchbohren. Redet, was wollt ihr von mir? Übergib uns Brises. Peleus, mein Vater, und Chiron, der Zentaur, haben mich gelehrt, dass auch Könige Menschen sind und dass sie genauso wie andere Sterbliche irren können. Sagt Agamemnon, seine Forderung sei der Beweis dafür, dass er der Krone unwürdig ist. Er hat eine ganze Nacht Zeit gehabt, um wieder zur Besinnung zu kommen. Aber wenn es nicht einmal der Stille der Nacht gelungen ist, ihm klarzumachen, wie ein König sich zu verhalten hat, dann werde ich Achilles ihm zeigen, was Größe, was Würde ist. Nehmt Briseis. Und du, mein Freund, übergib das Mädchen den Herolden. Und wenn sie weint, trockne ihre Tränen. Versuch, sie zu trösten. Aber Achilles... Ich habe das Wort Nestors, dass dem Mädchen kein Unrecht geschehen wird. Aber was die Beleidigung betrifft, die man mir zufügt, so merkt euch, die wahre Schande trifft euren König Agamemnon, den Urheber dieses Streites. Und sollte es eines Tages so weit kommen, dass sich vor Troja die Hunde um den Leichnam Agamemnons balgen, ich, Achilles, werde zuschauen. Und keine Hand rühren, das schwöre ich. Es besteht kein Zweifel, dass die Kluft zwischen Agamemnon und Achilles nicht mehr zu überbrücken ist. Ich habe einwandfreie Berichte bekommen, dass die Myrmidonen an Bord ihrer Schiffe gehen, um wieder nach Griechenland zurückzukehren. Freut euch lieber nicht zu früh, Freunde. Es könnte auch eine Falle sein. Möglich, dass du recht hast, Paris. Aus diesem Grunde werden wir uns selbst davon überzeugen. Hektor, deine Kühnheit hält nicht immer Schritt mit deiner Weisheit. Ich gebe dir den Rat, vorsichtig zu sein. Du darfst nicht vergessen, dass unsere Gegner in diesem Kriege nicht nur die Menschen, sondern auch die Götter sind. Fordere nicht ihren Zorn heraus. Ich warne dich, Hektor. Wie oft haben die Götter schon unsere Pläne zunichte gemacht? Seit Jahren ist der ganze Olymp gegen uns. Aber jetzt zieht sich Achilles, der Halbgott, der Unverwundbare, zurück aus dem Lager unserer Feinde. Stellt euch vor, welche verheerende Wirkung das auf die Griechen hat. Es heißt, dass sich oft vieles über Nacht ändert. Gut, diese Nacht wird sich wirklich vieles ändern. Für die Griechen. Die Trojaner werden ein für alle Mal mit ihnen abrechnen. Wir werden sie für immer von unserem Boden verjagen. Thank you.
mir! Sieh mal, dort drüben! Ein Reiter kommt! Was gibt es? Das Lager des Odysseus steht in Flammen. Auch die anderen Lager wurden angegriffen. Jetzt befindet sich Hektor im Anmarsch hierher. Sie haben von einem Streit mit Achilles gehört. Das dürfte klar sein. Ist Achilles etwa Griechenland? Wir werden den Angriff zurückschlagen. Hektor hat bestimmt die Absicht, uns zu überraschen. Wir sollten ihn in offener Feldschlacht begegnen. Zu den Waffen! Hier, trink einen Schluck. Was ist denn los mit dir? Was soll schon mit mir los sein? Glaubst du vielleicht, es macht mir Spaß, hier rumzusitzen, während meine Kameraden im Kampf stehen? Kameraden, damit ist es vorbei. Du hast doch gehört, was Achilles befohlen hat. Sollen 10 Jahre mit einem Mal für mich ausgelöscht sein durch einen Befehl, den ich nicht verstehe? Ich habe mit den Trojanern noch eine alte Rechnung zu begleichen. Hat einen Ausfall gemacht. Agamemnon ist verwundet. Und das nennst du schlechte Nachrichten? Patroklos, gib diesem Mann einen Becher Wein. Die Schlacht steht gut für Hektor, was? Ja, das stimmt leider. Die Götter sind ihm günstig gesinnt. Und was machen die anderen Fürsten? Kämpfen sie nicht mit? Diomedes und die beiden Ajaxe? Kämpfen schon. Aber offen gesagt, ich habe das Gefühl, alle gehen Hektor aus dem Wege. Ich trinke auf Hektor. Auf sein Leben und das meine. Ist unser Lager etwa auch bedroht? Nein, ihr scheint, die Trojaner wollen euch in Ruhe lassen. Hier, trink, Patroklos. Jetzt bekommt Agamemnon seine Strafe. Geh und sieh selbst nach dem Rechten. Ich will genau wissen, wie die Schlacht steht. Hoffentlich bringst du mir auch so gute Nachricht.
Geh. Was ist das für ein Gewimmer? Sing was anderes. Sing ein Lied vom Krieg. In Battaglia, lauter! Delle armi scagliate, lauter! Kehr dich aus! Die gesamte Reiterei zum Lager des Diomedes! Vorwärts, brennt es nieder, tot allen Griechen! Die Bogenschützen sollen mir folgen! Wir greifen die Flotte an! Vorwärts! Hector ist schon im Tal der Quellen. Er wütet wie ein Rasender. Ajax ist nicht mehr länger imstande, ihn aufzuhalten. Da liegt er, der große, der göttliche Achilles. Auch dafür wirst du büßen, Agamemnon. Wach auf! Griechenland ist in Gefahr zu unterliegen. Du musst dich beeilen. Du kannst doch nicht seinen Untergang wollen. Griechenland. Wo ist Griechenland? Es ist so weit, dass ich es nicht mehr sehe. Ich werde nie mehr dorthin zurückkehren. Mein Schicksal endet hier. Hector ist schon am dritten Wall. Drei Lager hat er schon vernichtet. Greift Hector mein Lager an? Nein, aber vergiss nicht, die anderen sind deine Freunde. Das griechische Heer steht vor der Vernichtung, begreifst du nicht? Das griechische Heer interessiert mich nicht. Lass mich schlafen. Im Schlafe nicht vergessen. Er ist ein Geschenk der Götter. Wenn du gegenüber Agamemnon nicht nachgeben willst, tu so, als wärst du ich, nimm meine Waffen. Aber eile mit deinen Männern dem griechischen Heer zur Hilfe. Du nimmst dich nicht wie eine Sklavin, Xenia, sondern wie eine Frau, die frei ist und Angst um ihren Mann hat. Ich liebe dich, Xenia. Und ich habe nur einen Wunsch, dich zu meiner Frau zu machen. Aber das kann ich erst, wenn wir als Sieger nach Griechenland zurückkehren. Dafür will ich kämpfen. Und du darfst mich nicht daran hindern. Ich kämpfe für dich und für meine Ehre. Und für seine. Ich bin sein Freund und muss ihm die Treue halten. Nein, weine nicht. Ich will nicht, dass deine Tränen mich schwach machen. Die Trojaner sollen mich für ihn halten. Ich muss ihnen Furcht einflößen wie er. Sie sollen seinen Kriegsruf hören. Sie werden seine Waffen blitzen sehen. Geh zum höchsten Turm des Lagers, von wo aus dein Blick mir folgen kann. Bete zu den unsterblichen Göttern
dass Sie mir in diesem Kampf beistehen. Myrmidonen sind uns zu überlegen. Sie werden uns abschlachten. Du hast recht, Sarpedon. Versuch dich mit den Männern zurückzuziehen. Und du, Hector? Ich werde mich Achilles zum Kampf stellen. Folgt mir! Achilles, unbesiegbarer! Ich erwarte dich! Ich denke nicht daran, vor dir zu fliehen. Und wenn mein Leben dafür der Preis ist, nimm es dir. Komm her, ich bin bereit, dir gegenüberzutreten. Ich werde dir mit meinem Schwert beweisen, dass die Trojaner keine Feiglinge sind. Hast du gesehen? Er wirft den Speer mit der Linken. Auf was wartest du noch? Komm und stell dich zum Kampf. Mann gegen Mann. Weichst von mir zurück? Was ist los mit dir, Achilles? Schützen dich die Götter nicht mehr? Patroklos? Was denn, du bist Patroklos? Nein, ich bin der Arm des Achilles. Sieh doch hier, deine Krieger fliehen, Hector. Oh, ihr trügerischen Götter, schämt ihr euch nicht, euch so über Troja lustig zu machen? Nein. Nein, ich kann dich nicht töten. Halt, du sollst mich nicht schon. Tu deine Pflicht. Ich würde auch kein Mitleid haben. Warum sagst du nicht zu mir, dass du mich hasst? Stoß doch zu. Ich verzichte auf Gnade. Es gibt für einen Unterlegenen nichts Schmerzlicheres als Großmut des Feindes. Ich bitte dich. Mach doch ein Ende. Auch du wirst kein Mitleid finden. Weder bei den Göttern, noch bei Achilles. Auch dein Schicksal ist schon entschieden. Andromache wird bald Witwe sein. Schweig! Dein Sohn verwaist. Und Troja zerstört. Alle deine Brüder
und Freunde. Du sollst schweigen! Bin ich wirklich zu beneiden? Die griechische Flotte ist durch das Opfer des Patroklos gerettet worden. Die verfluchten Trojaner wurden durch die Myrmidonen wieder in ihr steinernes Gefängnis zurückgeworfen, aber morgen... Morgen. Es ist schon morgen. Die Sterne verblassen schon, die Dämmerung des neuen Tages beginnt heraufzuziehen. Auch im fernen Griechenland geht jetzt bald die Sonne auf. Und überall beginnt es sich zu regen. Die Menschen erheben sich. Die Königin. Und meine Söhne. Du hast wohl auch nicht schlafen können. Die Macht... Und die Liebe. Zwei Dämonen, die den Menschen keine Ruhe lassen. Liebst du Achilles? Selbstverständlich liebst du ihn. Alle lieben ihn. Und ich liebe die Macht. Weder du noch ich, Briseis, können ohne Achilles sein. Du und ich, wir brauchen beide die Kraft seiner Arme, sonst sind wir nichts, gar nichts. Also gut. Kehre zurück in sein Zelt. Bring ihm dieses Zepter. Er wird schon verstehen. Er soll wissen, dass ich mich schäme, meinen größten Helden beleidigt zu haben. Und dass ich mich vor ihm demütige und ihn bitte, mir zu verzeihen. Sag ihm, dass ich dich in der ganzen Zeit nicht angerührt habe. Dass ich ihm alle Reichtümer biete, die er haben will. Er braucht nur seinen Preis zu nennen, wenn er nur wieder bereit ist zu kämpfen. Vorwärts, beeil dich! Los, lauf! Weine nur, Xenia. Weine. Das wird dir gut tun. Ich wollte seine Wunden mit meinen Tränen waschen. Patroklos? Nein, das ist nicht Patroklos. Er lacht nicht. Er spricht kein Wort. Wo ist Achilles? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst vor ihm. Er hat laut geschrien, furchtbar geschrien, dass er schuld sei an Patroklos Tod. Er hat gesagt, er wolle ihn nicht sehen. Er ist weggelaufen, hinunter zum Meer. Xenia. Du kannst hier nicht die ganze Nacht bleiben. Die ganze Nacht. Die Nacht ist bald vorüber. Der Holzstoß ist schon aufgerichtet und wartet auf meinen Geliebten. Und im Morgengrauen wird man ihn anzünden und der schwarze Rauch wird zu Zeus aufsteigen. Oh, ihr grausamen Götter. So hast du nicht geweint, als man Onessos zerstört hat. Er wollte mich zu seiner Frau machen. Ich wäre mit ihm als Königin nach Onessos zurückgekehrt. Achilles darf ihn hier im Zelt nicht mehr sehen. Dort draußen ist Patroklos ein gefallener Held. Aber hier ist er nur ein ermordeter Freund. Welch furchtbares Schicksal. Ja, und er wäre nicht ermordet worden, wenn Achilles... Nein, du darfst ihn nicht verantwortlich machen. Ein anderer hat Patroklos auf dem Gewissen. Komm, wir wollen dafür sorgen, dass man ihn dorthin bringt, wo auch die anderen Helden liegen. Ja, du hast recht. Er soll nicht allein bleiben. Du hast noch Achilles, aber ich, was soll ich noch ohne ihn?
Mutter! Mutter, höre mich! Oh, mein geliebter Sohn, warum weinst du? Du hast von Zeus doch bekommen, um was du ihn gebeten hast. Die Griechen wissen jetzt, was es heißt, wenn du dem Kampf fernbleibst. Glaubst du, ich kann darüber froh sein? Patroklos, mein treuer Gefährte, den ich liebe wie einen Bruder, ist tot. Mutter, ich kann nicht eher wieder unter die Menschen zurückkehren, bis der Tod meines Freundes gerecht ist. Mein Sohn, du weißt, dass nach dem Tode Hektors auch dein Leben vollendet ist. Auch wenn es vollendet ist. Ich fürchte mich nicht vor dem Schicksal. Ich will weiter nichts als Rache. Und du musst mir dazu verhelfen. Ich werde ohne die Waffen kämpfen, die mir die Götter gaben. Die Trojaner haben sie. Sie haben den Leichnam des Patroklos ausgeplündert. Nur um eins bitte ich dich. Sage mir, wo ich verwundbar bin. Sag es mir, damit ich mein Schicksal so lange abwenden kann, bis ich Hektor, den Verhassten, getötet habe. Mein Sohn, wie du die Welt der Sterblichen verlassen wirst, ist ein Geheimnis der Götter. Es ist mir nicht gestattet, dir zu sagen, an welcher Stelle deines Körpers der Tod dich treffen wird. Auch nicht durch wessen Hand. Aber du wirst Waffen bekommen, die deiner würdig sind. Bezähme deinen Zorn und fasse dich ein wenig in Geduld. Hephaistos wird dir neue Waffen schmieden. Flohen? Agamemnon hat mich zurückgeschickt. Mit Geschenken und Versprechungen. Ich weiß genau, was er will. Ich würde ihm alles geben, was ich besitze, wenn es ihm gelingen würde, Hektor aus seinem Bau herauszulocken. Und Agamemnon glaubt, ich lasse mich kaufen. Gleich beginnt die Totenfeier für Patroklos. Kommst du mit? Nein. Patroklos und ich haben noch viel Zeit, zusammen zu sein. Es wird nicht mehr lange dauern. Dann sehen wir uns im Reich der Schatten. Xenia ist vor Schmerz außer sich. Du bist schön, Briseis. Jeder Mann, dem du deine Liebe schenkst, darf sich glücklich schätzen. Sogar die Götter müssen ihn beneiden. Aber nur wenigen Sterblichen ist vom Schicksal so viel Glück beschieden. Über meinem Leben stand von meiner Geburt an ein Dämon. Du willst nicht, dass ich mir solche Gedanken mache. Danke dir, Mutter.
Meinen Streifwagen, schnell. Er ist bereit, Herr. Sarpedon, sieh mal dort. Ein Parlamentär. Benachrichtigt Hektor. Ein Parlamentär der Griechen. Ich bringe eine Botschaft des Achilles für Hektor. Was will er? Ich höre. Achilles lässt dir Folgendes sagen. Du hast seine Waffen erobert, als deine Kraft sie nicht schützen konnte. Bisher bist du jedem Kampf mit dem Sohn des Peleus ausgewichen. Wenn du nicht willst, dass alle Bürger Trojas aus Scham über deine Feigheit erröten, stelle dich zum Kampf. Achilles fordert dich heraus. Er will deine Seele den Göttern weihen, zur Erinnerung an Patroklos, seinen unvergesslichen treuen Gefährten. Das ist die Botschaft des Achilles. Er erwartet dich vor dem Tor der Stadt. Meine Freunde, ihr seht mich an, als würde ich von hier aus in den sicheren Tod gehen. Traut ihr mir so wenig zu?
Sehe ich aus, als ob ich mich fürchte? Ich gebe zu, ich habe Angst, genauso wie ihr. Ich habe Angst vor dem Halbgott Achilles und vor dem unabwendbaren Schicksal, das mich erwartet. Aber ich werde euch keine Schande machen. Wenn Hektor auch sterben muss, sein Name wird nicht sterben. Leb wohl, Andromache, meine Geliebte. Unser Sohn braucht sich seines Vaters nicht zu schämen. Die Götter mögen euch beschützen. Und euch, Freunde, bitte ich, sorgt, wenn ich nicht mehr bin, für Andromache und den kleinen Prinzen. Und nun bin ich bereit, wenn die Götter für die Errettung der Stadt Troja als Preis mein Leben verlangen, dann werde ich mich nicht weigern, es ihnen zu geben. Aber noch habe ich mein Schwert, und solange ich es schwingen kann, gebe ich mich nicht verloren. Ich frage, wer unter euch wagt es zu behaupten, dass Hektor schon ein toter Mann ist? Mein armer kleiner Junge, ich wünsche nur eines, dass du einmal Abscheu vor dem Krieg empfindest, wenn du groß bist. Öffnet das Stadttor, aber sobald Hektor es passiert hat, wird es sofort wieder geschlossen. Öffnet das Tor! Ehrloser Bruder des Paris, flieh nur in die Arme deines Weibes. Hoffentlich ist sie glücklich mit einem Feigling. Er ist verloren. Hast du das gehört? Hast du die Warnung der Götter verstanden?
Siehst du den Baum dort? Erinnerst du dich? Unter dem Baum hast du Patroklos den Todesstoß versetzt. Ha! Dort wirst auch du sterben, Hector. Aber dein Todeskampf wird länger dauern. Länger als seiner, dafür sorge ich. Gebt mir einen Speer. Ihr Götter des Olymps, verleiht diesem Speer Flügel. Hast du diesen Vorteil nötig, Hector? Du hast doch alle Vorteile auf deiner Seite. Genügt es dir nicht, dass du von den Göttern geschützt wirst? Sie dafür gesorgt haben, dass du unverwundbar bist? Du irrst dich, Hector. Auch ich bin sterblich, wie du. Mein Freund, gehört seine Seele. Sein Körper soll dieselbe Behandlung erfahren wie der deine.
Bewacht die Leiche. Morgen werfen wir sie den Raben zum Fraß vor. Aber heute Nacht soll Patroklos spüren, dass er nicht allein im Hades ist. Wie bist du hierher gekommen? Durch welche List ist es dir gelungen, unsere Linien zu überschreiten? Wieso haben dich unsere Wachen nicht gesehen? Ein Gott, der noch Mitleid mit den Trojanern hat, gab mir die Erlaubnis, dich aufzusuchen. Und was willst du? Den Leichnam meines Sohnes. Dessen einzige Schuld es war, dass er seine Heimat verteidigt hat, wie es die Pflicht jedes Mannes ist. Hektor hat etwas anderes verteidigt. Helena und Paris, die durch ihren Ehebruch diesen furchtbaren Krieg heraufbeschworen haben, der Tränen und Verzweiflung über die Völker gebracht hat. Wenn er dafür sein Leben geopfert hat, dann hat er es umsonst geopfert. Du wirst vielleicht in der kurzen Spanne deines Lebens bereits gemerkt haben, dass die Menschen und Völker für ihre Taten immer nach Beschönigungen und Rechtfertigungen suchen. Dabei steht über allem, was wir tun, der Wille der allmächtigen Götter, die über unser Schicksal bestimmen und deren Willen wir uns fügen müssen. Gut, das mag sein. Dann bin ich eben in deinen Augen ein Diener der Rachegöttin. Dein Sohn Hektor hat heute für das Leid gezahlt, das durch den gemeinen Ehebruch der Helena so vielen Frauen Griechenland zugefügt wurde. Ich habe Achtung vor dem Leid der Mütter und der Frauen und dem Tod ihrer Söhne. Aber du habe auch Achtung vor dem Schmerz eines Vaters. Ich stehe nicht als König vor dir, sondern als Vater. Und so wie es dein Vater Peleus getan hätte, fordere ich von dir das Recht, meinen Sohn begraben zu dürfen, wie es ein tapferer Krieger verdient. Du machst einen Fehler, alter Mann, wenn du versuchst, die Erinnerung an meinen Vater heraufzubeschwören. Glaubst du, dass ich wegen Hektor in Tränen ausbreche? Obwohl ich ihn getötet habe, könnte ich ihn beinahe beneiden. Das sage ich dir. Denn sein Vater lebt noch und kann ihm die letzte Ehre erweisen, wie es der Brauch ist. Aber wer wird eines Tages um Achilles weinen, den das Schicksal als Nächsten dazu bestimmt hat, zu sterben? Wenn es so ist, wie du sagst, und du fällst, solange ich noch am Leben bin, werde ich, Priamos, an deiner Totenbahre weinen, wie ich um alle Söhne weine, die für die Fehler anderer Menschen auf den Schlachtfeldern mit ihrem Leben bezahlen. Hörst du den Ruf der Eule? Das ist die Stimme der Pallas Athene, der Göttin der Weisheit, ein günstiges Vorzeichen. Hört her, übergebt den Leichnam Hektors seinem Vater und begleitet ihn zurück nach Troja mit allen Ehren, die ihm gebühren. Dafür mögen die Götter dich segnen. Du hast dich selbst besiegt. Das ist von allem das Schwerste. Dein Name und dein Ruhm werden unsterblich sein.